Meine Damen und Herren, ich darf Sie recht herzlich begrüßen zu einer Sondersendung direkt von der Bauen und Wohnen Salzburg. Es geht ums Hausbauen, es geht ums Sanieren, es geht um die Häuselbauer, die natürlich hier heute sehr, sehr stark vertreten sind. Und es geht natürlich um die Energieberatung der Salzburg. Und dazu habe ich mir jetzt Lisa Reischl eingeladen. Herzlichen Dank fürs Kommen. Was bedeutet Energieberatung der Salzburg im Detail? Ja, die Energieberatung der Salzburg AG, die ist sehr breit aufgestellt. Wir helfen Ihnen bei allen möglichen Bauvorhaben, sei es Bauen, sei es Sanieren, sei es das Thema Energieausweis oder auch für Heizungstausch, PV-Anlage oder Energie- und Umweltförderungen. Die Energieberatung der Salzburg ist ja auch im Grunde genommen für Privatkunden da, natürlich auch für Gewerbekunden. Aber was macht sie jetzt speziell für die Privatkunden? Ja, also die Privatkunden beraten wir eben hinsichtlich Bauen, Sanieren und Heizungstausch. Wie läuft es ab? Der Kunde meldet sich bei uns und wir machen einen Vor-Ort-Termin aus und gehen dann individuell auf die Wünsche des Kunden ein. Jeder, der ein Haus baut, jeder, der eine Wohnung kauft oder verkauft, da kommt immer das Thema Energieausweis ins Spiel. Für was braucht man denn überhaupt und warum ist der jetzt so wichtig, dieser Energieausweis? Der Energieausweis ist nötig, wenn man ein Haus verkauft, vermietet oder verpachtet. Brauchen tut man ihn auch, wenn man Förderungen vom Bund und Land haben will. Und für einen Neubau braucht man ihn meistens für die Gemeinde als mehr oder weniger für die Baueinreichung, genau. Das ist der Führerschein des Hauses. Genau, ist mehr oder weniger das Pickerl für das Haus. Und das sagt man, wie gut der Dämmstandard ist, wie effizient meine Heizung ist und mit was ich rechnen kann an Energiekosten oder Energieverbrauch des Hauses. Genau. Machen wir einen kurzen Themawechsel oder vielleicht passt es ja auch ganz gut zum Thema Klimabonus. Ja. Ein neues Produkt der Salzburger oder ein Produkt der Salzburger. Da gibt es ja mehrere Möglichkeiten, diesen Klimabonus auszuschöpfen. Genau, der Klimabonus sind mehrere Förderungen der Salzburger AG für Salzburger AG Kunden. Da gibt es zum einen die bewährten Förderungen wie Erdgastreue, im Endeffekt ein Heizungstausch von Gas auf effiziente Brennwertgeräte und den Elektrospeicher-Heizungstausch. Mhm. Im Endeffekt Stromheizungen austauschen auf effiziente Geräte, aber nicht nur die Heizung an sich, sondern auch Regelungen und so weiter. Das bedeutet nichts anderes. Was braucht man dann für so eine Förderung oder was ist da zu beachten bei so einer Förderung für das Salzburger AG? Am besten ist es, wenn man sich einfach mit einem Energieberater zusammensetzt, sich das einmal anschaut, was man machen will und dann einfach diesen Antrag ausfüllt und an die Salzburger AG schickt. Wichtig ist dabei immer, vorher zu tun und nachher den Antrag zu stellen und an die Salzburger AG zu schicken. Wenn auch Sie, meine Damen und Herren, eine unabhängige Beratung der Energieberatung der Salzburg wünschen, kontaktieren Sie uns ganz einfach. Es ist ja wirklich offensichtlich einfach. Dankeschön für den Besuch. Und vor allem eines muss man auch noch festhalten, egal was Sie machen, ob Sie ein Haus bauen oder eine Sanierung vornehmen, erkundigen Sie sich als erstes bei uns. Wie gesagt, die Energieberatung der Salzburg ist unabhängig und kostenlos. Viele Seiten der Salzburger Lebensqualität haben ihren Ursprung in der Salzburg AG. Wo sauberer Strom fließt und wo Wärme weiterdenkt. Wo Mobilität jedes Ziel erreicht. Wo ein ganzes Land vernetzt ist. Alles für zufriedene Kunden und alles aus einer Hand. Salzburg AG, wo Zukunft ins Leben kommt. Wir melden uns zurück von der Bauen und Wohnen Salzburg. Es geht ums Hausbauen, es geht ums Sanieren, aber es geht auch hier bei uns im Stand der Salzburger AG um die Elektromobilität. Und dazu habe ich mir jetzt Thomas Messner eingeladen. Schönen Nachmittag, hallo. Hallo. Elektromobilität der Salzburger AG, was bedeutet das im Detail? Das bedeutet im Detail, dass wir Angebote haben für Gewerbe, Gastronomie und für private Kunden. Beginnen wir mit dem Privatkunden. Der sollte sich ja auch schon im Vorfeld bei uns melden, damit man das gemeinsam mit ihm planen kann. Wie läuft das ab und was hat er dann im Endeffekt dann am Ende des Tages in der Garage stehen? Wir würden bitten, den Privatkunden sich über die Serviceline bei uns anzumelden. Wir würden vor Ort einen Termin vereinbaren und uns die Gegebenheiten anschauen und ein dementsprechendes Angebot geben. Was habe ich dann in meiner Garage im wahrsten Sinne des Wortes? Eine Ladestation, wie man sie aus der Gemeinde kennt, solche Ladesäulen? Oder ist es dann doch ein bisschen kleiner dimensioniert? Es ist etwas kleiner dimensioniert, das sind sogenannte Wallboxen. Diese Wallboxen können mit bis zu 22 kW betrieben werden. Wie lange braucht dann eine Aufladung eines Autos in etwa? Das hängt vom jeweiligen Fahrzeug ab. Grundsätzlich kann man sagen, dass in 1 bis 2 Stunden die Fahrzeuge aufgeladen werden.
Es gibt ja auch ein sehr interessantes Angebot für die Hotellerie. Was kann man sich darunter vorstellen und was für einen Vorteil hat die Hotellerie diesbezüglich? Wir bieten ein Produkt für die Hotellerie an, eine sogenannte Wallbox. Die Wallbox kann mit einer RFID-Karte freigeschalten werden und der Gastronomie- oder Hotelbetrieb hat den Vorteil, die Preisgestaltung selber zu übernehmen. Das heißt, der Vorteil wäre, dass auch zum Beispiel speziell sehr klimabewusste Menschen, die ein Elektroauto haben, dann in diesem Hotel zum Beispiel nächtigen. Genau so ist es. Oder einen Kaffee trinken oder Lebensmittel essen. Ganz genau so ist es und es wird über eine RFID-Karte freigeschalten. Das heißt, es kann auch kein Missbrauch passieren. Preisgestaltung liegt im Hotel selbst? Genau, es ist der Vorteil, dass Sie die volle Kontrolle behalten, die Hotellerie und Gastrobetriebe und dem Kunden dann diese RFID-Karte zur Ladung des Fahrzeuges anbieten. Das Gleiche gilt auch für Gewerbe? Das Gleiche gilt auch für Gewerbebetriebe. Dann sagen wir Dankeschön fürs Gespräch. Bitte gerne. Bei uns geht es gleich weiter von der Bauen und Wohnen. Ihr Zuhause ist gemütlich und modern. Sie sind damit zufrieden und stolz darauf. Trotzdem, beim Heimkommen muss die Heizung erst einmal anlaufen. Und wenn Sie nicht sicher sind, ob die Fenster zu sind, müssen Sie zurück und nachsehen. Und Ihre Photovoltaikanlage? Die produziert dann am meisten Strom, wenn Sie selbst am wenigsten brauchen. Klar, das ist halt so. Aber geht das nicht auch smarter? Jetzt schon. Mit Heimo, der intelligenten Haussteuerung der Salzburg AG, machen Sie Ihr Zuhause sicherer, bequemer und energieeffizienter. Heimo besteht aus einer Zentraleinheit und verschiedenen Endgeräten. Diese messen zum Beispiel den Stromverbrauch oder kontrollieren, ob ein Fenster geschlossen ist. Sobald alles eingerichtet ist, steuern Sie das System ganz einfach über Ihren Heimo-Account im Internet. Egal ob am Computer oder mit der Heimo-App. Mit den drei verschiedenen Servicepaketen haben Sie Sicherheit, Heizung und Stromverbrauch ganz einfach im Griff. Sehen wir uns mal an, wie das funktioniert. Heimo passt auf. Sie stellen ein, unter welchen Bedingungen Heimo Sie benachrichtigt. Schon bei einer Bewegung auf der Terrasse? Oder nur dann, wenn ein Fenster geöffnet wird? Auch sehr smart, wenn Sie wollen, simuliert das Raumlicht ein bewohntes Zuhause, während Sie auf Urlaub sind. Heimo heizt ein. Heizkosten sparen und trotzdem warm bleiben. Heimo erkennt, wenn Sie die Fenster zum Lüften öffnen und stellt Ihre Heizkörper entsprechend zurück. Beim Weggehen können Sie auf Knopfdruck die Temperatur absenken und vor dem Heimkommen über Smartphone wieder einheizen. Heimo macht Strom. Wer eine Photovoltaikanlage hat, hat es mit Heimo noch besser. Denn das Smart Home System erkennt, wann Ihre Anlage wie viel Strom erzeugt und gibt Ihnen die Möglichkeit, diesen perfekt zu nutzen. Sie sehen, Heimo ist nicht nur smart, sondern auch sicher, bequem und energieeffizient. Und dank dem bewährten Service der Salzburg AG besonders verlässlich. Mehr zum neuen Smart Home System erfahren Sie unter www.salzburg-ag.at/heimo. Wir haben heute von der Bauen und Wohnen schon viel, viel erfahren. Einerseits über die Energieberatung der Salzburg AG, andererseits über die E-Mobilität. Und jetzt habe ich eine Kundenbetreuerin hier bei mir, nämlich am Stand der Salzburg AG, Magdalena Wimmer. Einen schönen Nachmittag. Dankeschön. Was macht man als Kundenbetreuerin der Salzburg AG und um welche Themen geht es da ganz genau? Als Kundenbetreuerin bzw. Kundenbetreuer der Salzburg AG ist man der erste Ansprechpartner für alle Themen rund um die Produktpalette und Dienstleistungspalette der Salzburg AG. Das bedeutet im Detail, was können wir anbieten? Das heißt von Strom, also von Energie, über Wärme bis hin zu Telekommunikation, Energiedienstleistungen, Trinkwasser, genauso Verkehrsdienstleistungen. Alles, was die Salzburg AG betrifft, stehen wir eben als Kundenbetreuerin und als Kundenbetreuer, als Ansprechpartner für unsere Kunden zur Verfügung. Bleiben wir auch gleich bei der Telekommunikation. Internet und TV wird von der Salzburg AG angeboten. Genau, Kabelfernsehen, Internet und Telekommunikation eben. Beim Internet ist es im Moment so, dass wir eben die Bandbreiten erhöht haben. Der Preis bleibt gleich. Das ist ein absolutes Alleinstellungsmerkmal. Es beginnt eben
bei 20 Mbit und ist jetzt gestiegen bis zu 200 Mbit und genau. Wir sind auf jeden Fall mit dabei. Es gibt auch noch sehr, sehr interessante Produkte. Es seit neuesten eben SolarTop und SolarDepot. Was kann man sich unter diesen zwei Produkten vorstellen? Genau. Also SolarDepot ist ein virtueller Speicher für Einfamilienhäuser. Das bedeutet, der Kunde kann entscheiden, wann er die Energie, die eben gespeichert wird, auch dann nutzen kann. Wir sprechen auch von Photovoltaikanlagen. Genau, das ist eben in Verbindung mit einer Photovoltaikanlage. Und der Sinn oder der Hintergrund ist eben, dass die Stromenergie eingespeichert werden kann und bei Bedarf genutzt werden kann. Das alles läuft über die Salzburg AG und bietet sozusagen eine Energiedienstleistung zur Energiewende eben für den Kunden. Noch gefinkelter wird die ganze Geschichte, und das ist ja auch jetzt vom Gesetz her neu, wenn es um Mehrfamilienhäuser geht. Auch hier kann der Solarstrom im Grunde genommen auch jetzt genutzt werden, beziehungsweise für oder kommt dem Mietern eben zugute. Absolut richtig, also da sprechen wir hier jetzt von SolarTop. Das heißt, es ist ein Dienstleistungsangebot für gemeinschaftliche Erzeugungsanlagen bei Mehrfamilienhäusern. Das bedeutet einerseits, es hat den Nutzen und den Vorteil, Punkt 1 für die Bauträger, dass die Attraktivität der Immobilie natürlich gehoben wird. Für die Bewohner, dass sie sich um nichts kümmern müssen, dass sie eine Abrechnung haben über die Salzburg AG, wo sie genau sehen, okay, der PV-Strom wurde hier genutzt, das ist meine Abrechnung, das bekomme ich hier eben deklariert. Und natürlich auch für die Hausverwaltungen, die sich dahingehend um nichts mehr kümmern müssen. Das heißt, das ist eben das Ziel auch von SolarTop, dass eben der gemeinschaftliche Strom aufgeteilt wird und dass es da eine einheitliche Abrechnung, Koordination über die Salzburg AG gibt. Das heißt, vom Einzug bis zur Abrechnung und Abwicklung. Alles aus einer Hand. Alles aus einer Hand, ja. Genau. Und dazu gibt es auch noch zwei spezielle Produkte von der Salzburg AG, die einen sehr, sehr interessanten Namen haben, nämlich Heimo und Simon, und die schauen wir uns in Kürze an. Für alle technisch Interessierten bietet das Museum Wasserspiegel im Hochbehälter am Mönchsberg jedes Wochenende einen spannenden Einblick in die Geschichte und Gegenwart der Salzburger Wasserversorgung. Der Wasserspiegel ist nicht nur für Erwachsene interessant. Auch Kinder können hier einiges spielerisch erleben. Zahlreiche historische und kuriose Exponate dokumentieren die Entwicklung der Salzburger Wasserversorgung. 90% unseres Wassers kommt aus Grundwasserwerken aus dem Süden der Stadt, wird dort ohne Aufbereitung, ohne Filterung zum Hochbehälter transportiert und über den Hochbehälter jeden unserer Kunden zugeführt. Im Osten der Stadt haben wir unsere Quellen. Mit diesen Quellen versorgen wir die Hochzonen. Dort, die Quellen kommen aus Karstbereichen, deswegen gibt es dort eine Desinfektion mit ultraviolettem Licht. Trotzdem ist die Qualität hervorragend und eine der besten in ganz Österreich. Nicht umsonst sagen die Salzburgerinnen und Salzburger, dass wir ein gutes Wasser haben. Auch die Zahlen und Fakten rund um die Salzburger Wasserversorgung sind imposant. Unser Leitungsnetz ist 871 Kilometer lang, das entspricht der Entfernung Salzburg bis Kopenhagen. Dieses Leitungsnetz müssen wir sozusagen alle 100 Jahre erneuern. Das heißt, wir graben jährlich ungefähr 8,7 Kilometer, um hier eine sichere, zuverlässige Trinkwasserversorgung zu haben. Derzeit versorgt die Salzburg AG 156.000 Menschen jährlich mit 12,2 Millionen Kubikmeter Wasser. Wir melden uns zurück von der Bauen und Wohnen mit sehr, sehr interessanten Themen rund um die Salzburger AG. Und jetzt habe ich den Harry Lixl zu mir eingeladen. Es geht heute um zwei Herrschaften, nämlich um Heimo und um Simon. Wer ist das ganz genau? Das sind keine Freunde von mir, sondern sind Produkte der Salzburger AG. Heimo, die intelligente Haussteuerung, und Simon, ein Kleinkraftwerk auf Photovoltaikbasis. Was kann Heimo, wer ist es oder was ist es ganz genau? Heimo ist ein Gerät, das mir also die Möglichkeit bietet, dass ich also einerseits Sicherheit, andererseits Heizungssteuerung, aber auch Photovoltaikanlagen steuern kann. Und Heimo kann das besser als Mitbewerberprodukte, die meistens entweder nur einen Aspekt abdecken können, entweder Sicherheit oder Energiemanagementsystem darstellen. Der Heimo kann wachsen. Bleiben wir aber nochmal
bei dem, was Haimo kann und worin er sich unterscheidet zu anderen Produkten, gibt es noch mehrere Merkmale diesbezüglich. Naja, der Haimo funktioniert grundsätzlich so, idealerweise mit einem Cable-TV oder Cable-Link-Modem der Salzburger AG ist die Internetverbindung hergestellt und diese Zentraleinheit des Haimo kann aktive Geräte, ob das ein Türkontakt ist, ob das also jetzt ein Leckagemelder ist, ein Brandmelder, eine Kamera, kann sie steuern. Selbstverständlich also auch managen, wenn ich eine PV-Anlage habe, die Energiemenge, die ich einspeise. Und damit ist Haimo letztendlich ganz breit aufgestellt. Die Mitbewerberprodukte können in einem Bereich ein Spezialgebiet gut und sind nicht so wie unser Haimo in der Lage, alle Themen abzudecken. Sicherheitsaspekte, Energiemanagement-Themen, Steuerung von einer Ladestation oder auch was auch immer. Bleiben wir beim Thema Sicherheit ganz kurz. Wie würde es das ganz genau ausschauen bei diesem Produkt, bei diesem Haimo? Mit der Zentraleinheit kann ich Türkontakte also verbinden, ich kann eine Sirene verbinden, ich kann eine Alarmanlage also verbinden, ich kann also auch einen Brandmelder also verbinden und habe damit schon ein kleines Sicherheitspaket. Interessante Geschichte, kommen wir aber zu Simon, unser zweiter Freund im wahrsten Sinne des Wortes, wenn man das mal kurz so sagen darf. Simon ist aber ganz weg von der Smart-Home-Lösung, Simon ist eine Photovoltaikanlage. Genau, eine kleine Photovoltaikanlage, die dafür ausgelegt ist, dass sie also von der Strommenge her mit 150 Watt den Basisstromverbrauch, der in einem Haushalt herrscht, letztendlich also abdeckt. Also, wenn der Basisstromverbrauch diese 150 Watt übersteigt, ganz konkret Kühlschrank, Tiefkühltruhe, möglicherweise ein Wireless LAN-Modem oder vielleicht also auch ein Fernseher, der nicht im Standby-Betrieb ist, wenn diese überstiegen wird, kann ich mit Simon letztendlich also diesen Basisstromverbrauch abdecken. Simon bekommt man wo? Bekommt man bei uns im Online-Shop, kann dann auswählen, ob ich ihn an der Hausmauer oder am Balkon montieren will oder auch freistehend mit einem Winkel von 65 Grad. Und damit bin ich also dann einen Teil energieautarker. Schöne Geschichte. Es gibt aber auch noch größere Lösungen. Das ist aber ein anderes Thema. Und wir bedanken uns recht herzlich, dass Sie auch bei dieser Sondersendung mit dabei gewesen sind. Eine Sondersendung von der Bauen und Wohnen Salzburg. Dankeschön. Danke dir.